Mahlzeit! Lester, der windige Immobilienhai, hat eine neue Chance gewittert, sein Portfolio zu erweitern. Das neueste Objekt seiner Begierde steht da oben auf dem Gipfel dieses Berges. Eine fette Festungsanlage und die Besitzesurkunde dafür muss auch irgendwo da oben versteckt sein. Die wollen wir jetzt in Lesters Besitz bringen. Ich helfe ihm natürlich dabei. Nebenbei soll ich auch noch einen Fokusstein finden, aber das ist natürlich eher Nebensache. Ab darauf, der Abend senkt sich schon so langsam über die Kolonie, wird langsam dunkel. Ha, sehr gut, Lester backt nicht rum wie andere NPCs. Das habe ich schon direkt gecheckt, als der hier mir diesen ganzen Plan erklärt hat, mit Besitzesurkunde und so weiter. Lester ist einfach klug. Er ist einfach klug und der weiß natürlich, wie man da hochklettert. Und wenn ich ihm helfe, dann wird er sich das bestimmt merken. Don Lester merkt sich alle, die ihm geholfen haben bei seinem Aufstieg. Und irgendwann kriege ich dann die Belohnung. Ey, warte mal, welchen... Nee, jetzt ziehe ich auch noch das falsche Schwert. Ich glaube, ich werde gleich draufgehen. Ich bin nämlich... Ah, Moment! Lester hat eine besiegt gerade. Oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Oh, oh. Also ganz ehrlich, in meinen bisherigen Playthroughs, meine Wahrnehmung von Lester eher, ja, unscheinbar. Aber hier mausert er sich ja gerade zum krassesten NPC hoch. Der ist der hilfreichste in Kämpfen. Er ist klug, er kann klettern. Pse, nicht schlecht. Ich hab von da... Oh, Alter. Nein, nein. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich gerade über Lester gesehen. Oder auch nicht. Hey, er hat den Sturz überlebt. Oh, nee, ey. Okay, aber ich weiß genau, was zu tun ist. Denn ich habe ja mein Feuerball, den feuer ich einfach, oder auch nicht, wird gar nicht nötig sein, ich kann einfach mit dem Schwert. Okay, naja, das hat man davon, wenn man jemanden in den Himmel lobt, aber einen kleinen Rücksetzer hat ja jeder ab und zu mal, von daher lasse ich das jetzt mal in die Bewertung nicht mit einfließen. Wenn er jetzt allerdings nicht schafft, hier hochzuklettern, gut, er läuft außen rum, das passt auch noch. Ach ja, freut mich, dass wir jetzt hier mit Lester am Start sind und diese Bergfestung hier mal in Augenschein nehmen. Da schiebt sich auch schon seine Glatze ins Bild. Ja, und langsam wird es da oben am Himmel richtig dunkel. Die Sterne funkeln schon und da eine Sternstuppe. Ja, jetzt dürft ihr euch was wünschen. Wir alle. Ich darf mir das wünschen und ihr auch. Wir alle. Alle, wo sie gesehen haben. Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. In Gothic 2 kann man einfach hochklettern. Scheiße, die Armee rückt an, Alter. Aber Lester weiß ja zum Glück, wie man mit solchen Gesindel verfährt. Oh, beinahe hätte ich Lester getroffen. Krass, wie der abgeht. Oh, sorry. Oh, beinahe hätte ich gerade Lester abgefeuert. Wie Lester abgeht. Krass. Mit seiner Keule. Der geht ab. Okay, die Bergfestung jetzt bei Nacht wird natürlich auch ein atmosphärisches Highlight. Also der wird mir hier auf kurz oder lang zum nächsten Level up verhelfen, oder? Ja, ja. Nur noch 4000 Erfahrung. Das läuft. Ey! Harpien, Alter. Auch so. Einfach so halbnackte fliegende Frauen mit Engelsflügeln, die aber schon halb verschimmelt sind und einem ziemlich fiesen Hexengesicht und Krallen. Kennt ihr die in Räuber, Ronja Räubertochter? Die heißen das zwar anders, aber sind im Prinzip auch solche. Der rennt vorm Vollmond einfach an der Kante entlang. Ich glaub's ja nicht, Mann. Was geht denn hier ab?
schon wieder eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das sieht aber ziemlich cool aus, wie der hier vor dem Vollmond steht, oder? Ich finde, das sieht cool aus. Lester. Ja, Mann, einfach ein Macher, wie er hier steht. Nicht schlecht! So, das heißt, da müssen wir jetzt natürlich erstmal das gesamte Gebäude durchkämmen, um da auf diese Plattform zu kommen. Da es auch langsam wirklich dunkel wird, wird es auch echt mal Zeit für eine Fackel. Vielleicht sogar auch für einen Lichtzauber in Anbetracht der ganzen Kämpfe, aber Fackel finde ich gerade einfach viel geiler hier, mit einer Fackel in der Hand durch diese alten Gemäuer zu streifen. Auch schöne atmosphärische Mucke, die mir schon wieder entgegenschlägt. Ab da rein. Komm, Lester, deine neue Bude. Was für dicke Mauern. Das sieht man auch bei historischen Burgen und so. Mehrere Meter dicke Mauern. Wie stabil. Überlegt man heute so irgendwelche billigen Häuser oder irgendwelche Bretterbuden in den USA, die einfach so wegfliegen beim Sturm. Und damals wurden Meter dicke Mauern gebaut. Gar kein Vergleich. In Deutschland wird ja den meisten Häusern schon noch so eine gescheite Mauer, aber trotzdem auch kein Vergleich zu früher. Es ist nicht so, dass in den USA alle Häuser mega schlecht gebaut sind, aber es gibt halt auch diese Bretterbuden. Ja. Gibt es aber auch in anderen Ländern. Natürlich. So, zack. Ey! Oh, schieß ich hin. Oh, scheiße, sorry. Tut mir leid, Lester. Bist du blind oder was? Ja, gerade schon so ein bisschen. Ey! Die schreien halt ja auch so laut rum, die Harpien, so dass ich gar nicht so richtig weiß, wann ich was sagen soll. Weil ich glaube, dass meine Stimme manchmal einfach regelrecht übertönt wird. So, Tränke rein. Mana kann ich an der Stelle auch gleich aufladen. Ha, ich bin einfach happy, dass ich jetzt auch die hohe Feuerrobe habe. Auch wenn die Kapuze unterm Kragen hängt. Naja, vielleicht muss man so den Kragen extra wegmachen, um die hochzuklappen, aber nee, das geht gar nicht, weil der zieht sich ja runter, wie so ein Bademantel runter bis zu den Füßen. Geht nicht. Okay, Lester. Wo lang? Da lang erstmal. Achtung. Zück die Klinge. Sehr gut. Beziehungsweise ist es gar keine richtige Klinge. Eine Keule. Aber die Keule hat so kleine geschliffene Klingen, Dinger. So, okay. Hier steht ein Bier. Und überhaupt hat diese Kammer hier eigentlich was ganz Angenehmes. Hier stellt einer seine Äxte aus. Was sollen das eigentlich für Teile hier sein? Sind das quasi Trennungen von den einzelnen Ankleideräumen, wo die jeweiligen Krieger ihre Sachen aufbewahren, eine Handachse, ein Tomahawk. So, wie war das jetzt? In Gothic 2 kann man doch irgendwo hier einen Knopf drücken oder einen Hebel ziehen oder so und dann geht irgendwo nochmal ein geheimer Raum auf. Gibt es denn hier in Gothic 1 auch schon? Also müsste eigentlich so sein, oder? Von der Logik. Warum sollten die auf einmal... Aber kann ja sein, dass man halt in Gothic 2 dann das erst entdeckt. Vorher war irgendwas, ein Regal davor, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Aber schauen wir mal hier noch rein. Ah, hier geht schon die Treppe hoch. Da will ich jetzt noch gar nicht. Ich werde mich mal oben umsehen. Okay, so, der geht jetzt direkt hoch. Die Lache von denen auch. So fies. Die lachen fies. Genau, Lester klettert jetzt hier die Treppe hoch. Ich speichere mal an der Stelle. Nicht, dass wenn ich dann zu weit weggehe, dass dann wieder despawnt. Aber despawnt wohin? Wo soll er denn sonst hin? Als an den Ort, wo das Spiel ihn vorsieht. Genau, der geht da hoch. Falls er auf irgendwelche Viecher trifft und die umhaut, wird er ja, werde ich die Erfahrung trotzdem bekommen. War nicht das, wo man irgendeinen Hebel ziehen konnte in Gothic 2? Auch das Zimmer mit Bücherregalen? Weil hier ist auch ein Bücher... Oh nein, er checkt's nicht hochzuklettern. Bitter! Aber er probiert es nochmal. Also von daher alles gut. Bitter wäre nur, wenn er es nicht nochmal probieren würde. Der Arme hier wurde an die Wand hingemacht. Hingemacht. Was für eine erbärmliche Formulierung. Fixiert mit irgendwelchen Schnallen und so weiter. Wahrscheinlich ein Folterkeller. Ah, hier waren wir scheinbar auch noch nicht drin.
Wahrscheinlich ist das der Raum, oder? Warte mal. Hier, genau, hier waren wir gerade schon. Oh, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Scheiße. Kein Lester, der mir hilft. Alter, diese... Das... Fliegende Viecher bergen halt auch immer das Potenzial des Rumbaggens, gell? Ach du Scheiße, ey. Wie soll ich da überhaupt hochkommen? Weil Schaden können sie mir, glaube ich, trotzdem machen irgendwie, gell? Ey! Ja, grad... Ach man! Genau davor habe ich mich gefürchtet. Aber, kein Problem, locken sie mal hier einen Tunnel rein. Ah, sehr gut. So kann ich sie quasi dazu bringen, mit mir auf Augenhöhe. Ah, wow. Das war aber mal wieder arschknapp hier, ey. Glück gehabt. Gut, aber der Raum, wo die herkamen, da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Da könnte ja auch dieser Hebel sein. Möge die Kraft der Heilung mich durchfluten. Sehr gut. Also noch ein paar Tränke rein. Egal, ob die jetzt vollständige Heilung bewirkt haben oder nicht. So. Und jetzt links abbiegen. Ich hoffe, dass es diesen geheimen Raum hier schon gibt. Ich weiß aber einfach nicht mehr. Ich habe halt in Gothic 2 so intensive Erinnerungen an viele Orte. Und daher auch die Erinnerung, dass dieser Raum hier irgendwie... Da, geil, der Hebel ist schon in Gothic 1, da, so habe ich es mir erhofft. Und auch dieser geile Sound, wenn man den Hebel betätigt. Jeder Gothic-Fan würde ihn unter einem... Da sind Skelette drin. Schauen wir erstmal, was hier drin ist. Ah, und ein Truhenschlüssel. Alte Bergfestung, ein rostiger alter Schlüssel, der zu einer Truhe gehört. Geil, dann haben wir den auch schon mal am Start. Und da hinten sehe ich bereits ein Skelett. Erstmal hier Kugelblitz zücken und natürlich direkt anvisieren. Da sind, glaube ich, mehrere, die da gleich rausgejoggt kommen. Puh, geil, macht ja voll viel Schaden. Aber vielleicht macht der Feuerball auch ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, Feuerball macht mehr Schaden. Milton hat doch die Skelette damals auch mit, naja, geht so, mit Feuerball bekämpft. Ja, okay, die machen nicht so viel Schaden. Das sollte eigentlich... Schade, dass sie nicht mehr ihre Kung-Fu-Tritte machen, die immer mit dem System Pack gemacht haben. Ich glaube, ursprünglich haben die es auch nicht gemacht, aber im System Pack immer. Ey, Mann! Boah, war mal wieder knapp. Das hier ist der Raum der knappen Kämpfe. Weil hier die ganze Zeit ich gerade noch mal so knapp überlebe. Lichtzauber habe ich überhaupt nicht hier auf der Quickslot. Oder was? Pa! Okay, dann ändere ich das mal ganz schnell. Wie kann ich denn so einen krassen Zauber wie Lichtzauber nicht hier berücksichtigen? Teleport habe ich, weiß noch, wie ich den angelegt habe, aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich den ja nicht so häufig verwenden werde. Außerdem ist es geil, wenn dieser ganze Kreis einfach mit nichts aufgefüllt ist als Runen. Schaut mal so, wenn da nur Runen am Start sind. Heilung, Kugelblitz, Feuerball, Licht, Licht. Hier haben wir es. Genau, machen wir erstmal hell. Dann nächste Mission ist natürlich Heilung. Ah geil, guck mal, die Gelben stehen sich gegenüber, die Roten stehen sich gegenüber und die Grüne und die Blaue stehen sich gegenüber. So. So erhaben, wie auch einfach, der schwebt, glaube ich, knapp über dem Boden, oder? Während dieser Animation. Wenn ja, geil, sehr geil. Gut gemacht, Piranha Bytes. So, ich kann irgendwie nicht so richtig glauben, dass es das jetzt war. Mit diesem Skelettraum. Schauen wir mal. Na da, das steht immer noch der eine auf dem Tisch, den ich vorhin... Aber vielleicht war es doch nicht derselbe, weil der hat schon wieder volles Leben. Da habe ich mich treffen lassen. Auch Knochensplitter. Zum Beispiel Skelette machen in Gothic 1 und 2 Knochensplitter statt Blutspritzer. Und das finde ich auch ein ganz cooles Detail. Und in Risen 1 stauben diese Splitter dann noch so ein bisschen rum. Was haben wir denn hier Schönes drin? Aha, einige coole Heiltränke. Die kann ich sehr gut brauchen. Und hier coole Mana-Tränke. Die kann ich ebenfalls sehr gut brauchen. Dankeschön, liebes Spiel, für dieses üppige Geschenk. Für diese Fülle, mag ich sogar zu sagen. Und die Reagenzgläser hier so.
voll lila am Leuchten. Und hier auch nochmal einige Getränke. Ja, geil. Wisst ihr, egal ob jetzt hier krasser Loot drin ist oder nicht, ich finde es schon an sich einfach cool genug, einen geheimen Raum zu finden, den man mit so einem Hebel aufmachen kann. Und deswegen freue ich mich, dass es den wieder gibt, beziehungsweise schon gibt. Wieder geben tut es ihn ja dann in Gothic 2. So. Machen wir natürlich wieder zu hier, damit dann in Gothic 2, falls sie hierhin zurückkommen, auch wieder zu sein wird, von der Logik her, versteht ihr? Ihr müsst immer dran denken, dass das auch alles Sinn macht über sämtliche Playthroughs hinweg. Ja. Immersion. Ihr müsst vor allem so. Pflicht. Gesetzlich verpflichtet, das zu tun. Ne? Ganz wichtig. So. Okay. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Lester folgen. Mal schauen, ob er die Besitzurkunde zu diesen prunkvollen Festungen schon gefunden hat. Und hier auch schon, guck mal, die Decke. Alter, die Decke ist locker 6 Meter dick. 6, 7 Meter. Was geht hier ab, Mann? Hier wurde massiv gebaut. Pfusch am Bau war hier noch nicht an der Tagesordnung. Ah ja, da steht Lester auch schon. Ich will mal noch kurz abchecken, was hier passiert, wenn man den Gang weitergeht. Wahrscheinlich... Oha, ja, ja. Ich lock die mal kurz zu Lester. Was ich liebe, wenn man das Schwert sieht, wie er kurz so runterschaut an den Gürtel. So, Lester, schau mal. Ja. Tja. Der will natürlich, dass seine Bude auch gesäubert wird, bevor er anzieht. Okay? Oder auch, wenn er es wieder verkaufen möchte. Potenzielle Käufer werden nicht happy sein, wenn es sich hier um eine viecherverseuchte Festung handelt. Wer will denn das? So, hier. Ah, noch eine weitere Harpie, aber kein Problem. Auch 200 Erfahrung pro Exemplar. Alter, geil, das Level-Up wird jede Sekunde reintrudeln. Hier noch irgendwas von Belang. Sieht erstmal nicht so aus. Da drüben wahrscheinlich auch noch ein paar Harpien am Start. Ah ja, genau. Krass, wie gibt es doch noch mehr Gänge und Abzweigungen und so als gedacht. Geil, finde ich cool. Es ist einfach auch ein cooles Gebäude, oder? Diese Festung. Ich feiere die. Bisschen düster und bedrohlich, aber hier zu wohnen hätte ich schon was erhaben müssen. Und dann so Wildschweinfälle, Rehfälle, vielleicht sogar Bärenfälle an den Wänden. Hirschgeweih an den Wänden. Okay. Gut. Und dann unten die Lachse aus dem Fluss immer angeln. Oh, geil. Ja, ja. So. Und hier gibt es auch viele Truhen ohne Schlüssel, was die Sache ein bisschen vereinfacht. 202 Erz, die gehören wahrscheinlich eigentlich zu dem Haus dazu. Ja. Aber muss Lester ja nicht wissen, dass ich hier rausgezogen habe. Die Bude an sich ist doch schon genug wert, würde ich mal behaupten. So, hier waren wir schon. Das heißt, da geht's wieder zurück. Und hier müsste Lester gleich draußen auf der Terrasse stehen. Ganz genau. So, inzwischen ist es auch finstere Nacht. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich in-game? 23 Uhr. Naja, da sind wir vom Morgengrauen noch weit entfernt. Ich heb mir mal noch kurz die Fackel auf. Weil, falls beim Gespräch gleich die Lichtzauber ausgeht, dass wir trotzdem schön ausgeleuchtet sind, obwohl die Flamme der Fackel weg ist. Auch so ein Bug, den man noch melden könnte. So, Lester. Na? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Weil ich ihn vorhin elektrogeschockt habe. Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Vielleicht. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? Vielleicht habe ich ja den Schlüssel bei mir und ihn in der Bibliothek gefunden. Das heißt, man muss ja sogar für die Story diesen verborgenen Raum finden. Schau, also kein Wunder, dass ich mich noch so gut an den erinnere, obwohl ich mich eher aus Gothic 2 an ihn erinnere. Schon gesagt. Mana-Trank und hier ist die Besitzurkunde. Berechtigt den Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. Alles klar. Das werde ich mir direkt mal... Noch bin ich jetzt quasi gerade der Besitzer dieser Urkunde. Muss man auch mal festhalten. Ne? Aber ich gönne Lester natürlich diesen Reichtum richtig hart. Schauen wir mal, was hier so drin steht. Urkunde. Ich,
Bergmar Burggraf zu Westfeld und meines Herrn zu Thymoris Landrichter über das Gut in dem Gebiet um Corines gelegen, tue kund, dass ich, dem Besitzer dieser Urkunde und dem Innershaus, das selbst das Lehen auf der Bergfeste mitsamt weiteren Zehenten und allen dort befindlichen Minen aufgegeben und verkauft habe um 400 Gold. Ich muss dreimal lesen, um jetzt hier alles, die Logik von dem Satz zu checken, aber ja, macht bestimmt Sinn, ja, ja. Bist du selbst so abnicken, ja, ja, und dann so, ich bin hier der Besitzer und dann einer, der es mal gründlich liest, sagt so, was, er macht alles gar keinen Sinn, dir gehört gar nichts. Nee, doch, stimmt bestimmt. 400 Pfund Gold, wow. Fast halbes Kilo Gold, was wäre es wert? Was kostet eine Unze Gold so um die... €600, ich weiß gar nicht. Und dann überleg mal, das in Kilo hochrechnen. 1600 mache ich natürlich nicht 600. Ja, krass. Ich weiß noch, früher, vor ein paar Jahren, 1400, als ich noch jünger war. Ja, ja. Das Spiel der Märkte. So, Lester, ich habe die Urkunde am Start. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Dankeschön. Ja, genau, der geht jetzt ganz entspannt wieder da runter. Natürlich, mit Akrobatik könnte ich auch einfach leicht wieder rüber. Hä? Ich höre noch Marbien. Ah, da oben! Stimmt, ich war noch gar nicht oben auf dem Turm, da muss ich auf jeden Fall noch hin. Werde ich gleich noch. Das sind Telekinese-Spruchrollen, die Lester mir gegeben hat. 4 Stück sogar, krass. Ja, falls mal bis dir was schief geht, gell? Also. Was zieh Maus? Erstmal Windfaust aus. Und dann, Telekinese. Es reicht ja schon, wenn man mit Telekinese den Fokus einfach so. Da runter. Den muss man gar nicht bis zu sich hochholen. Geil, Mann. Einfach geiler Zauber. Auch cool animiert, oder? Ich finde, der sieht schön aus. Das dauert ewig. Anfangs dachte ich immer, hä, der bewegt sich ja gar nicht. Aber ich glaube, der bewegt sich schon, gell? Ganz langsam kommt der zu einem angeschwebt. Und da unten sehe ich schon Lester laufen. Cool, dass das auch in Echtzeit passiert, wie er da runtergeht. Hä? Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Nee, der bewegt sich gar nicht. Pätzen, verarsche hier, Lester, Mann. Diese Magie scheint nicht zu funktionieren. Egal, darum werde ich mich gleich kümmern. Erstmal will ich noch die Harpien da oben platt machen. Nachdem ich ja immer so geil auf Erfahrung bin. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht tun würde. So, nochmal ordentlich durchspeichern. Und dann da hochklettern. Ah ja, übrigens die verschwundene Axt im Sumpf. Oh Mann, ich hab's mir selber nochmal angeschaut. Eine haarsträubende Katastrophe. Da kann ich gleich noch mehr dazu sagen, aber da, jetzt machen wir erstmal die Harpien da oben platt. Da habe ich aber noch eine Menge dazu zu sagen, zu der Axt-Story. Die Axt, die ich neulich verloren habe vor ein paar Folgen. Einfach nur bescheuert, ey. Wie kann sowas passieren? Also das war richtig unterirdisch bekloppt, weil ich mich auch noch richtig hart dafür gefeiert habe, wie ich den Sumpfhalbblatt gemacht. Ja! So, ich hab's richtig gefeiert. Geil, geschafft, endlich. Und dann check ich im selben Atemzug gar nicht, wie ich meine Axt im selben Moment verliere. Und ich hab noch nicht mal gecheckt, dass der das Zweihandschwert wie eine Einhandwaffe gehalten und verwendet hat. So, ich habe einfach gar nichts gecheckt in dem Moment und feier auch noch richtig meinen Sieg. Oh Mann, ey. Das war echt ein bisschen trottelig, aber auch witzig. Ja. Musste ich lachen, als ich das dann nochmal angeschaut habe. Danke auch für den Kommentar, der die genaue Stelle nochmal beschrieben hat. So. Ah, geil. Verschiedene Ebenen hier. Ich feiere einfach diese Festung. Wow. Sogar mit einem Schlag besiegt. So hat es zu Oh, krass. Wow. Heftig. Schau ich das an. Wow. Und jetzt hier ein Harpienkampf vor dieser epischen Kulisse, Alter. Geil. Das sah gerade richtig geil aus, oder? Ja, sehr schön. Ein bisschen wie die Nacht, wo Ronja Räubertochter geboren wurde. Damals zuckten auch Blitze über den Himmel und diese
Wildruhen oder wie hießen, flogen überall umher. So, sehr schön. Dann haben wir diese Ebene auch gesäubert. Aber es geht ja noch weiter. Hier geht ja noch mal eine Leiter hoch. So ein fettes Gebäude. Ich glaube sogar, das ist eigentlich das fetteste Gebäude überhaupt in Gothic 1 und 2. In Gothic 3 gibt es, glaube ich, manche Burgen, die irgendwie in ihrer Gesamtheit noch massiver sind. Aber in Gothic 1 und 2 weiß ich kein Gebäude, was annähernd so groß ist wie diese Festung hier, oder? Kennt ihr eins? Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube nicht. So, hier. Ah ja. Links, rechts. Auch endlich mal eine Truhe, die man knacken muss. Endlich in Anführungszeichen natürlich. Aber geil. Ohne Abbrechen sogar. Also, es läuft einfach in dieser... Hier in dieser... In dieser Festung. Siegbringer heißt dieses geile Zweihandschwert hier, aber Schaden 46, meins liegt bei 71. Naja, das wäre irgendwie was, ich finde, was in Gothic 1 noch geiler hätte gemacht werden können, dass die Waffen, die man echt findet oder erbeutet, krasser sind als die Waffen, die man bekommen kann, wenn man NPCs umhaut. Sowohl das Gasschwert, als auch Silas Axt, als auch dieser Templer Zweihänder sind irgendwie krasser als alle besonderen Waffen, die man so findet. Versteht ihr? Und das wäre geil gewesen, so dass man sich über ein Schwert, was man irgendwo findet, so Einzelstücke, auch richtig freut. Weil Siegbringer ist ja eigentlich ein geiler Name und es sieht auch bestimmt cool aus. Schau mal. Einhandschwert. Okay. Ja, gut, dann. Schaut dieser sowieso nochmal ganz anders aus, dann werde ich das eh nicht anlegen. Sonst hätte ich es vielleicht sogar zur Zierde eingelegt, obwohl es weniger Schaden macht. Aber ändert nichts an dem, was ich gerade gesagt habe, weil das Gasschwert ja trotzdem gut. Das Gasschwert sieht auch viel krasser aus. Muss man schon sagen, ja. Eine viel heftigere Klinge. Dass die mehr Schaden macht, macht schon Sinn. Aber es wäre cool gewesen, wenn man noch mehr Einzelstücke findet, die dann halt auch so krass oder krasser sind. Versteht ihr? Darauf will ich hinaus, oder? Was meint ihr? Ja, ich bin jetzt nochmal hier hochgeklettert, weil ich einfach die Aussicht feiere. Sieht einfach cool aus. Kann ich eigentlich von hier mit Telekinese auch nochmal probieren, denn? Nee, zu weit weg da unten. Weil ich meine, ich kann dann die Fokusplattform sehen dort. So ist es nicht. Ne? Aber scheinbar hat auch die Magie der Gurus ihre Grenzen. So, einmal geschwind da runterklettern. Und dann probiere es noch einmal mit Telekinese, weil ich das eigentlich cool finde, es mit Telekinese zu machen. Weil das halt auch so ist, wie die Story es eigentlich vorsieht. Ja. Aber ansonsten springen wir da halt irgendwie rüber. Geht auch. Oder irgendwas war doch da auch nochmal so, dass der dann... In meiner Erinnerung war das irgendwie so, dass der runterfällt dann und dann... aber ein Stück weit doch zu einem herkommt. Ach, ich weiß nicht, immer anders gelöst, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal nochmal, einfach nochmal mit Telekinese probieren. Zack. Da, eben. Ich habe ihn schon ein bisschen von dem Sockel runtergeholt, glaube ich. Ah ne, der Sockel ist umgefallen. Also der liegt wahrscheinlich immer noch da, wo er ganze Zeit schon lag. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt hebe ich ihn in die Lüfte. Ja, und jetzt schwebt er da blöd rum, Alter. Was ist da los? Das ist eine Sauerei. Was ist, wenn ich einfach nur ganz kurz einfach mal... wird einfach ein magischer Strahlen ge... Ja, dann lade ich natürlich neu. Ich will ja meine geilen, wertvollen Telekinese-Spruchrollen nicht unnötig verschwenden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Telekinese... Oh Mann, ich habe etliche Slots, Safe-Game-Slots gelöscht, so wie ich es angekündigt hatte, in meiner Vermutung, dass es daran liegen könnte. Scheinbar liegt es nicht daran. Seht ihr das? Nur noch so wenige sind übrig. Und das macht es natürlich bitter. Was machen wir denn da jetzt? Das bedeutet nicht, es könnte noch häufiger zu Abstürzen kommen. Muss ich mal noch mir überlegen, wie ich damit umgehe. Egal. Irgendwie geht's ja schon so, ja, aber... Bam! Diesen Sprung, den wollte ich hinlegen und das hat zum Glück funktioniert. Aber wenn ich jetzt kein Akrobatik drauf hätte, was hätte ich dann machen sollen? Oder hätte ich dann mit dem Stick, mit dem Bewegungsstick irgendwie nach hinten
Vielleicht kann man auch die Richtung, in die dann Telekinese funktioniert, nochmal steuern mit dem Stick? Oder konnte man das am PC steuern mit den Pfeiltasten dann? Ich weiß gar nicht. Aber ich hätte es mal ausprobieren sollen. Egal. Lester, die Besitzurkunde ist am Start. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns. Alles klar, der zweite Fokus ist in meinem Besitz. Und nach dem zweiten Fokus habe ich gesagt, will ich mich auch zu den Wassermagiern zurückteleportieren. Das werde ich jetzt auch kurzerhand tun. Erster Teleport Rune haben wir auch schon zum Sumpflager. Aber erstmal jetzt zurück zu den Wassermagiern. Saturas wird hoffentlich happy sein über meine Errungenschaften. Ab dorthin. Haha. Hey du. Blätter, Blätter. Magie zu Ehren. Folgender Sachverhalt. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Alter. Erfahrung. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Dankeschön. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Okay, das heißt... Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Das bedeutet, ich werde jetzt am Ende eine Teleport-Spruchrolle noch übrig haben danach. Geil. Aber das heißt, man kriegt manuell jedes Mal gleich viel Erfahrung dann. Gut zu wissen, das wollte ich auch ausprobieren. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus. 7000 Erfahrung. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Okay, es stimmt nicht, dass man dann... Mögest du in einem Stück zurückkehren? Mögest du in einem Stück bleiben? Es stimmt nicht, dass man dann pro Fokusstein eine Teleportrolle kriegt, sondern man kriegt einfach nur pro Teleportation, die man hierher durchgeführt hat, eine. Was auch viel mehr Sinn macht. Cool. Finde ich auch von der Story her noch cooler. Dadurch fühlt es sich noch echter an. Ich könnte jetzt hier oben in irgendeiner Hütte pennen, werde ich natürlich nicht tun. Ich habe doch hier, wie auch Lester, habe ich selbst eine eigene Immobilie in der Kolonie, wenn auch eine etwas bisschen kleinere. Dort werde ich mich jetzt mal aufs Ohr hauen, nächtliche Ruhepause einlegen, schön schlafen. Denn es muss schon sehr spät in der Nacht sein, nach diesem nächtlichen Abenteuer mit Lester. Aber so passt es also auch alles gerade perfekt. Es war eine perfekte Zeit, um schlafen zu gehen. Sehr gut. Das bedeutet, ein Blick auf die Fokuskarte offenbart. Fokuskarte von Iberien. Nein, Fokuskarte von Saturas. Wir haben auf jeden Fall den links unten, wir haben den rechts unten. Und jetzt als nächstes kommt natürlich der... Na, welchen machen wir als nächstes? Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal vom... alten Lager, vom neuen Lager aus Richtung Alte Mine weiter nach Norden. Und dann klappern wir von Norden nach Westen alles, nach Osten hin alles ab. Geil, so machen wir es, sehr schön. Und den einen... Ja klar, den über dem Sumpflager habe ich ja auch schon. Das sind also nur noch 2 Stück. In dem Sinne, ab dahin. Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwie ein Playthrough, wo ich mich gefragt habe, hä? Wo ist denn dieser eine überm Sumpflager, dieser Fokus? Da gibt's ja gar nichts. Aber den hat man natürlich schon am Start gehabt. Schon seit längerem. Eigentlich, das neue Lager liegt ja richtig nah an der alten Mine. Leider hat es, also ich weiß gerade nicht, ob 20 Lernpunkte für Kreis, ich glaube, die müsste bei 25 liegen, das sind ja immer mehr, also muss ich jetzt noch nicht ins alte Lager gehen. Aber nach dem nächsten Fokus sollte ich eigentlich, das geht ab, nach dem nächsten Fokus sollte ich eigentlich noch mein Level Up bekommen und damit dann den dritten Kreis lernen können, den vierten Kreis lernen können. Geil. Da habe ich schon 4 Kreise. Und das befindet sich auch in der Nähe vom alten Lager. Also perfekt. Können wir das alles wieder auf einen Schlag machen. Oder wie viel? Pach! Ein Traum. Krass. Es fehlen jetzt nur noch 2500 bis zum nächsten Level ab.
Und die werde ich möglicherweise durch die Snapper da hinten bereits bekommen, diese Erfahrung. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Das heißt, ich kann noch wirklich, bevor die richtige Fokus-Schlacht an sich beginnt, kann ich vielleicht schon den vierten Kreis lernen, was ich dann auch gleich machen würde. Ich glaube, diese Höhle hier ist in Gothic 2 nicht da, oder? Die da hinten, wo diese Krautmische hier sind, die ist da. Aber diese Höhle, oder ich erinnere mich gerade nicht so richtig an diese Höhle. Hier ist so eine fette Blockade zum Eisgebiet. Und hier geht es eben runter, wo Grimes und so weiter am Start ist. Aber die Gegend hier, boah, die liebe ich richtig krass in Gothic 2. Bin ich einer der geilsten Atmos in Gothic 2. Vor allem auch in Mythia. Auch da unten das Gebiet so. Alles, was jetzt gerade die Klinge meines Schwertes so berührt und umzäunt hier in dem Gebiet, feiere ich in Gothic 2 richtig. Auch dieser Anfang von der Eisregion, der Übergang von Eisregion zur Nicht-Eisregion. Die tiefe Eisregion weiterhin finde ich auch cool, aber die feiere ich nicht ganz so heftig wie das Anfangsgebiet davon. Aber auch geil. Irgendwie die weckt in mir auch immer so Wintererinnerungen und so ein ganz spezielles Gefühl, was ich schwer in Worte fassen kann. So, ich denke da, zur Mine müssen wir gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht im dritten Kapitel nochmal neue Crawler in der Mine spawnen. In Gothic 2 spawnt ja in Jakenda dann nochmal die übelste Viecherplage. Also richtig heftig. Aber ich weiß nicht, ob hier auch schon dann so in anderen Gebieten was Neues spawnt. Ich glaube, die meisten Abstürze finden immer nur statt, wenn ich neu lade, gell? Das heißt, wenn ich vorsichtiger spiele und weniger neu lade, dann gibt es auch weniger Abstürze. Eine zusätzliche Motivation, besser zu kämpfen. Ach, und dann natürlich auch dieses ganze Banditenlager dort. Mal schauen, das wird im Remake bestimmt auch nochmal ein bisschen aufgegriffen werden. Lassen wir uns mal überraschen. So, hier werde ich jetzt erstmal nicht zu Zaubern greifen, weil ich die Snapper einzeln anlocken will. Ja. Alles klar, mal gucken, ob die da hinten schon checken und dann mitkämpfen. Nö. Ach, krass, ey. Mit einem Hieb schon. Ja, Skars Schwert ist da doch einfach eine Wucht, muss man einfach sagen. Es ist eine Wucht. Okay, zwei haben mich jetzt direkt... Ja, ist mir auch zu blöd hier, 10.000 Jahre da. Und warten. Und natürlich dann, wenn beide auf mich losgehen, schaffe ich es nicht, einen mit nur einem Schlag zu besiegen. Ja, ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt hier gerade... Oh Mann, und jetzt gibt es bestimmt wieder einen Absturz. Wetten? Nee, ehrlich nicht. Bitte stürz ab, bitte stürz ab. Ha, guck, man muss nur sagen, bitte stürz ab, dann stürzt nicht ab. So, machen wir mal einen Kugelblitz zur Abwechslung. Dauert ja eh noch, bis die hier bei mir ankommen. Ah ja, doch, geht schon ab. Und es lähmt halt auch den einen, was auch gut ist, weil dann hacken die nicht zeitgleich auf mich ein. Naja, aber der kommt schneller als gedacht und auch angerannt. Woran liegt es eigentlich, dass ich immer noch Schläge mache, die keinen Schaden machen? Das kann ja eigentlich kritischer, es kann ja nicht, gut, nicht jeder Schlag ist ein kritischer Treffer, aber auch die nicht kritischen machen doch inzwischen schon, müssen eigentlich immer Schaden machen, ne? Manchmal checke ich die Schadensberechnung von Gothic 1 immer noch nicht so ganz, insofern, als dass ich nicht so richtig check, warum es diese Schläge, die gar keinen Schaden machen, dann so später noch gibt. Der hat irgendwas mit Rüstungswerten und kritischer Schlag und so, glaubt zu tun, aber ja, warum jetzt in diesem Stadium noch, wo ich schon so heftig am Austeilen bin? Oder wo ich generell schon so einen hohen Mindestschaden einfach haben müsste, dass mich fragt, wie kann das sein? So irgendwie. Ich weiß gerade selber nicht richtig, wie ich meine Frage formulieren soll. Ich wundere mich einfach, warum. Ja, wer das weiß, kann es erklären. Wer? Wer nicht, kann es trotzdem probieren. Keine Ahnung. Mir egal. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Was Nettes würde ich natürlich mehr feiern, aber schauen wir mal. So, Snapper Nummer 2 kommt auch direkt an, während der da hinten mich schon direkt wittert. Ha, geil, guck. So vom Timing her optimal. Und dann direkt nochmal ein Seitwärtsschlag. Ja, guck. Zack. Gut. Ja, ich bin so ungeduldig, ich muss die ganze Zeit checken. Wann kommt das Level ab? So, das ist die Frage. Sollte ich jetzt... Genau, hier beginnt jetzt natürlich die Fokussuche mit Diego. Soll ich die jetzt schon direkt starten? Oder soll ich erstmal noch... Lass erstmal noch probieren, das Banditenlager platt zu machen. Aber
ich weiß ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich denen schon allen gewachsen bin. Ja, da liegt auch ein bisschen das Problem. Drum, das probieren wir jetzt einfach mal kurz. Ich will, oder mal kurz noch hinrennen und schauen, wie viel Schaden ich mache. Und dann... Mensch, ja, guck, der zückt direkt seinen Bogen. Rotzfrech Räuber. Räuberlager sollte ich es auch nennen. Kein Banditenlager. Ah, gucken, aufgeladene Blitzball. Eine Kugelblitz. Aufgeladener Kugelblitz macht schon gut Schaden ihm. Ja, dadurch, dass die alle Bogen am Start haben, wird es natürlich ein bisschen schwierig, da auch mit Fernkampf was zu reißen. Aber guck mal einfach mal, das war jetzt nur die Vorhut. Boah, der hatte schon wieder Zeug dabei, ey. Da geht das Looterherz schon wieder auf. Rest in Peace, aber du hast mich halt auch zuerst angegriffen, von da Notwerber. Oh, Alter, der da oben. Geil, dass da einer steht. Das finde ich sehr geil, weil oft sind solche Wachposten so auch ein bisschen unbesetzt in Gothic, aber geil, dass da einer steht. So, ja, ich muss eine Mischung aus aufgeladenen und nicht aufgeladenen machen. Die nicht aufgeladenen kurz, um die zu lähmen und dann die Zeit, die mir dann bleibt, nutzen, um eine aufgeladene direkt hinterher zu schicken. Ja, aber schon ganz schön viel passiert jetzt in dieser Folge. Schau mal, mit Lester, mit hier Räuberlager ausnehmen, was jetzt gleich kommt, und dann schon im neuen Lager abgegeben, die Quests und so weiter. Viel passiert, auch ziemlich lange Folge jetzt hier für meine Verhältnisse schon. Wisst ihr, ich denke halt ganz, da wäre geil, jetzt noch kurz das Level Up auch noch mit reinzunehmen. Andererseits, dieses Lager auszuräuchern, ja, das wird schon ein bisschen größerer Aufwand. Aber wir können es ja mal probieren. Da unten sind sie, die ganzen Banditen. Wird es mir gelingen, hier die Kugelblitzen ordentlich was zu reißen? Das seht ihr schon in der nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und natürlich vielen Dank an alle Supporter dieses Kanals. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Ciao.